Schönen guten Abend, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, Alexio hier zum Vortrag, das war gerade noch so eben live, das war ganz kurz vor dem ersten Lockdown, also wirklich wenige Tage davor. Ich hätte ja gerne gesagt, hier schließt sich der Kreis jetzt wieder. Jetzt haben wir den letzten Lockdown gerade hinter uns gebracht und sehen uns wieder live. Das ist jetzt aber nicht der Fall, wie man merkt, sondern es ist jetzt digital eben hier nur möglich. Vorteil ist natürlich, dass die Jenaer Kollegen sich so leichter zuschalten können und so weiter und wir hier im digitalen Format das eben schön gemeinsam dann machen können. Wirkstoffentwicklung von Bench to Bedside, heute also das Thema, das wäre jetzt nicht besonders innovativ bis dahin, aber es gibt dann eben noch den Zusatz am Beispiel von Nanopartikeln, damit wird es dann eben doch wieder interessant. Also wir haben hier dann doch einen etwas anderen Schwerpunkt, als man das vielleicht sonst jetzt von Bench to Bedside erwarten würde. Zwei ausgewiesene Sprecher. Fangen wir mit dem ersten an, Christoph Alexio, ich darf ihn kurz vorstellen, hat, was jetzt wenig überraschend ist, in München Medizin studiert, offensichtlich, wenn ein Studienkollege von Florian Lordig war, hat dann an der TU München auch promoviert, Internship in Gastroenterology kam dann dazu und dann aber der Wechsel zur HNO-Kopf-Hals-Chirurgie zunächst in München, bevor dann 2000 der Facharzt noch in HNO war und dann 2002 aber der Wechsel nach Erlangen an die dortige Universität, da haben sie sich dann auch noch habilitiert und wichtiger vielleicht ab 2009, dann aber die prestigeträchtige Stiftungsprofessur, Krömer-Fresenius-Stiftungsprofessur und das ist verbunden mit der Leitung der Sektion für experimentelle Onkologie und Nanomedizin, das sogenannte SEON. Ein Schwerpunkt waren eben die magnetischen Nanopartikel und sind es noch und darüber wird es auch heute gehen. Außerdem gehe ich davon aus, dass Sie Aldous Huxley kennen und gelesen haben, Brave New World, sonst hätten Sie nicht einen der letzten Review-Artikel von sich überschrieben mit Brave New World Revisited, Focus on Nanomedicine und hier taucht schon das Wort mit N wieder auf, also um Nanomedizin geht es, wird es jetzt auch im Vortrag gehen und deswegen jetzt ohne große Vorrede von mir, bahnfrei, Sie haben das Wort. Ja, also erstmal vielen Dank, Florian, an dich und Professor Aigner, vielen Dank an Sie auch für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich über Wirkstoffentwicklung von Bench to Bedside, am Beispiel von Nanopartikeln, sprechen darf heute. Ich habe den Vortrag zweigeteilt, zum einen ein bisschen unsere Sektion, was wir tun und dann im zweiten Teil wahrscheinlich ein bisschen Eulen nach Athen tragen, gerade für dich, Florian, oder Herr Aigner. Sie sind ja Profi, was die ganzen Zulassungen anbelangt, aber ich möchte jetzt mal vorweg zeigen, was wir denn bei uns machen. Zum Thema Nanopartikel, im Rahmen der fußballbegeisterten Nation, die wir hier sind, kann man mal sagen, Nanopartikel verhält sich zum Fußball wie der Fußball zur Erde, zum Erdball. Und in diesen Größenordnungen bewegen wir uns auch. Das heißt, zwischen ca. 50 bis 150 Nanometer. Das ist so die Größenordnung, wo wir uns bewegen. Zum Vergleich jetzt, Blutkörperchen hat 8 Mikrometer. Also wir bewegen uns in diesem Bereich zwischen 50 und 150 Nanometer circa. Nanopartikel kommen überall vor, in Ketchup, in Kosmetika, in Farben, in Lacken. Und letztendlich ist es aber so, dass die Nanomedizin, und ich freue mich, dass ich eben diesen W3-Professor habe seit 2009, das ist eine klassische Private-Public- oder Public-Private-Partnership. Die Else Grüner-Fresenius-Stiftung hat es 2009 ausgelobt, 2008 ausgeschrieben, 2009 konnten wir uns da durchsetzen, ist dann in den Staatshaushalt, also bei uns in der Uni übernommen worden. Und die Nanomedizin ist die nichts anderes als die Anwendung der Nanotechnologie für die Behandlung, Diagnose und Überwachung von Erkrankungen. Es gibt Nanopartikel für In-vitro-Diagnostik, In-vivo-Diagnostik, für neue Wirkstoffsynthesen und auch Wirkstofftransportsynthese. Und wir fokussieren uns bei uns hier in Erlangen auf magnetische Nanopartikel. Magnetische Nanopartikel werden bereits in der Diagnostik eingesetzt, in vitro biomagnetische Zellseparation, da wird hier gerade in der Lymphomdiagnostik wird es sehr stark in der Pathologie eingesetzt und aber auch in vivo für die Magnetresonanztomographie. Da gab es im Vorfeld schon mal ein Produkt, das hat Resovis geheißen, war von Bayer Schering ausgelobt worden und wurde eingesetzt und es gibt auch andere Kontrastmittel auf Eisenoxid-Nanobasis, zum Beispiel Sinirem, wird eingesetzt zur Detektion von Lymphknoten. Hier eine Studie, die schon ein bisschen älter ist, 2003 von Harish Inghani und Mitarbeiter bei 80 Patienten. Da ist immer die Frage, gerade bei Prostata oder bei allgemein bei Karzinom, inwieweit sind Lymphknoten befallen? Und es wäre echt gut für einen operativ tätigen Mediziner. Ich operiere auch bei uns in Erlangen, in der HNO.
wie viele Lymphknoten sind tatsächlich positiv. Und da ist es so, dass man versucht hat, mit Nanopartikeln das zu detektieren und hat hier bei diesen Patienten, bei 80 Patienten, einen Kernspin vor und nach der Operation, vor der Operation durchgeführt, einmal mit, einmal ohne Kontrastmittel. Und was man sieht ist, wenn man die Kontrastmittel spritzt und Lymphknoten detektiert, hat man hier zum Beispiel eine homogene Signalauslöschung. Das ist durch die Nanopartikel bedingt, die man spritzt. Das sind sehr kleine, 3 bis 5 Nanometer groß. Und wenn man eine homogene Signalauslöschung hat, dann heißt das, dass man gleiche Keimzentren im Lymphknoten hat, sodass man davon ausgehen kann, dass dieser Lymphknoten gutartig ist. Wohingegen, wenn man ein heterogenes Signalauslöschungsbild hat, wie hier oben, da muss man davon ausgehen, es hat sich auch gezeigt, dass eben hier dieser Lymphknoten dann als solches malign ist. Man konnte mit dem MRT und den Nanopartikeln in 90,5% der Fälle bei diesen Patienten maligne Lymphknoten detektieren. Ja, das brauche ich, glaube ich, nicht erzählen. Weltweit ist Krebs leider, nimmt die Inzidenz zu. Wir haben in Deutschland rund 500.000 Patienten, die an Krebs erkranken und rund 25.000 Menschen, die sterben. Das hat sich seit 2070 fast verdoppelt. Also hier ist die Notwendigkeit, neue Diagnostik und vor allem Therapie einzuführen, gegeben. Die Verteilung ist Ihnen, glaube ich, auch mehr als gut bekannt. Standardtherapien, Operation, Bestrahlung, Chemotherapie, klar, Antikörper, das sind die Anwendungen, die man hat, um spezifische, zielgerichtete Therapien durchzuführen. Nun weiß man aber auch, muss man fairerweise sagen, dass natürlich auch Herceptin oder Erbitux oder Avastin trotz zielgerichteter Therapieintention doch Nebenwirkungen haben. Und von daher möchte ich Ihnen hier das magnetische Drug-Targeting vorstellen, also die Anwendung von magnetischen Nanopartikeln für die lokale Tumortherapie von soliden Tumoren, sprich von Primärtumoren und oder auch entsprechende Metastasen. Was tun wir? Derzeit, synthetisieren selber bei uns Nanopartikel, der Kern ist ungefähr 15 Nanometer groß, 15 bis 20 Nanometer groß, hat eine biokompatible Hülle, das sind diese kleinen gewählten Linien, und in diese Hülle eingelagert oder angelagert ist ein Chemotherapeutika, in dem Fall Methoxsatron, aber es können auch andere Chemotherapeutika sein, die letztendlich einen Carrier darstellen. Wir spritzen derzeit diese Nanopartikel intratriell bei tumortragenden Kaninchen und platzieren gleichzeitig ein Magnetfeld. Das heißt, wir fokussieren diesen Compound in der Zielregion, sprich im Tumor. Nochmal zu uns, zu SEA und zur Sektion für experimentelle Onkologie und Nanomedizin. Was wir bei uns tun, ist, wir synthetisieren die Nanopartikel. Wir charakterisieren sie. Wir adressieren die Toxikologie, ganz wichtig. Wir haben seit circa 7 Jahren eine eigene Abteilung bei uns und wir bilden gerade eine Mitarbeiterin zur Fachtoxikologin aus, weil sie ohne die Adressierung der Toxikologie überhaupt keine Chance haben, jemals in die Klinik zu kommen. Wir testen Zellkultur, wir haben einen eigenen TOP, pharmazeutische Herstellung adressieren wir gerade, weil das eben der Punkt ist, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Wir versuchen das digital zu dokumentieren, um eben klinische Studien dann auch zu erreichen. Fokus ist Bildgebung, Onkologie, kardiovaskuläre Medizin und natürlich im regenerativen Bereich, Infektionserkrankungen auch, da haben wir ein Sepsis-Projekt. Aber letztendlich ist ein ganz großer Schwerpunkt bei uns die Onkologie. Wir synthetisieren die Nanopartikel, wie gesagt, ich habe schon früh angefangen, Florian, da war ich noch Assistent, so wie du, da haben wir angefangen und ich habe Nanopartikel eingekauft oder gekauft von verschiedenen Herstellern. Das ist nicht immer ganz so einfach, weil die tatsächliche Spezifikation immer sehr heterogen ist. Und wenn Sie in die Medizin oder die Anwendung durchführen wollen, dann brauchen Sie klare, verlässliche Daten, sodass wir jetzt hier gerade nach Installation auch der Professur und entsprechender Drittmittel wie einen eigenen Bereich haben, die Nanopartikel custom-made sozusagen herstellen. Wir haben hier eine gute Infrastruktur zur Klinikapotheke, wo wir auch die Nanopartikel unter GMP-Bedingungen herstellen können. Und da sind wir gerade dabei, ein Upscaling-Prozess, das ist der Punkt von der Labormaßstab, wenige Milliliter auf Liter oder noch mehr dann umzusteigen. Da sind wir gerade dabei, das durchzuführen, was ein ambitioniertes Vorgehen ist, weil natürlich sich die Größenverhältnisse ändern und dann auch die Zusammensetzung der Nanopartikel sich verändern. Wichtige Stabilitätstests durchzuführen, das versuchen wir eben hier zu implementieren bei uns und haben das auch schon nachhaltig gezeigt, dass wir stabile Partikel haben, denn es ist wichtig, dass wir stabile, gerade im Blut stabile Partikel haben. Sie sehen hier Partikel, die wir mit Laurinsäure beladen haben, wenn man die im Blut gibt, kloppen die gleich aus.
Wenn Sie aber Xeon-Partikel, also diese Eisungsschicht-Nanopartikel haben, die mit Laurinsäure gecoated sind und darüber hinaus in BSA, also in Serumalbumin eingebunden sind, dann haben Sie stabile Partikel auch im Blut. Also das sind Tests, die wir durchführen müssen, gerade wenn wir Neusynthesen auch machen, um tatsächlich einen klaren Weg auch durchzuführen, um klar zu sehen, dass die Nanopartikel auch stabil in Blutverhältnissen sind. Ich habe vorher von Toxikologie erzählt. Der Punkt ist, die meisten toxikologischen Tests sind photometrische Tests, das heißt MTT-Tests zum Beispiel. Wir haben aber gesehen auch, und da haben wir eben, sind wir sehr froh, dass wir das aufbauen konnten, dass wir mit den normalen herkömmlichen Toxikologie-Tests nicht weit kommen, da die Partikel ja schwarz sind, die Eisungsschicht-Nanopartikel schwarz sind und damit eine Eigenfärbung schon haben und die normalen photometrischen Tests dann nicht, sagen wir mal, sehr aussagekräftig sind. Was wir hier versucht haben bei uns oder implementiert haben mittlerweile, sind Interference und Label-Free, also wirklich ohne Interferenzen die Detektion von der toxikologischen Effekte von Nanopartikeln zu evaluieren. Wir haben dieses Challenge-System implementiert bei uns. Diesen geht über Goldplatinen die Adhärenz von Zellentesten nach Zugabe von Nanopartikeln. Wir haben Faxanalysen eingeführt, also hier weg von den normalen Testungen, um tatsächlich auch die Toxikologie von Nanopartikeln Interference und Label-Free zu evaluieren. Derzeit sind wir am Kaninchen. Wir platzieren im Bereich des Hinterlaufes von Kaninchen ein VX2-Platinum-T-Karzinom. Das ist ein maligner, relativ schnell metastasierendes Platinum-T-Karzinom. Und wir machen Folgendes. Wir kanalisieren, also der Tumor wächst im Bereich des Hinterlaufes, experimental. Wir kanalisieren die Arteria femoralis und machen dann entsprechend eine Angiografie oder kanalisieren erst einmal den Bereich und injizieren die Nanopartikel, nachdem wir vorher eine Angiografie durchgeführt haben. Was man hier sieht ist, wenn man ein Magnet platziert, wie vorher gezeigt, dann sieht man hier, dieser Tumor, den wir nach der Applikation entfernt haben, ist er schwarz durchtränkt, durch die Nanopartikel bedingt. Wenn man kein Magnet platziert, sieht man hier den Tumor nach Extraktion des Fleischfarben. Das heißt, da ist keine Konzentration von Nanopartikeln zu sehen. Wenn man dann in die Histologie geht oder besser gesagt in die Einzelzell- oder in die Gewebeaufarbeitung, sieht man, dass die Nanopartikel wie hier das Gefäßsystem verlassen können, weil die eben größere Poren haben in Richtung des Magnetfeldes. Wir brauchen also Eisenschicht-Nanopartikel, die wir mit Magnetfeldern steuern, um sie im Tumorgewebe anzureichern. Was man hier sieht ist, das ist eine große Studie, die wir von vor längerer Zeit durchgeführt haben, wenn man Chemotherapeutikum mit Methoxandron injiziert bei tumortragenden Kaninchen und nach 24 Stunden eine Aufarbeitung macht und schaut, wo das Chemotherapeutikum ankommt, dann sieht man, dass natürlich viel in Leber und Niere und andere Organe ankommt und nur ganz wenig, es ist hier diese braune Scheibe, ganz wenig im Tumor, also weniger als 1%. Wenn man aber jetzt, um das zu verkürzen, Nanopartikel nur 10% der üblichen systemischen Dosierung intratriell mit dem Magnetfeld appliziert, dann sieht man, dass bis knapp 60% des wiederauffindbaren Chemotherapeutikums in der Tumorregion plus minus 1 cm anreichbar ist. Das heißt, wir konnten hier mit magnetischem Drug-Targeting zeigen, dass wir mit nur 10% der üblichen systemischen Dosierung eine sehr hohe Konzentration im Tumor erreichen konnten, natürlich auch in Leber und Niere, aber mit verschwindend geringen Konzentrationsmengen. Das heißt, mit Drug-Targeting, Eisungsschicht-Nanopartikel und Magnetfeld ab Akkumulation ist eine hohe Anreicherung des Chemotherapeutikums im Tumorareal möglich. Wenn man lokal hoch anreichert, dann haben wir natürlich entsprechend auch Blutuntersuchungen durchgeführt. Und was wir sehen konnten ist, wenn man unsere Applikation macht, hier ist die hellblaue Linie, dass hier wenig in den Granulozyten, Lymphozyten und Monozyten bei Kaninchen anzureichern ist. Das ist eine logarithmische Skala. Wenn man 100% Methoxandron appliziert, hat man auch eine hohe Anreicherung. Also das korrespondiert, wenn man eine hohe Konzentration im Tumor hat, dass dann eben wenig systemisch im Blut vorzufinden ist bei den Tieren. Sorry. Wichtig ist in dem Fall, dass man natürlich auch eine Bildgebung macht. Sie sehen hier eine Aufnahme eines Kaninchenbeins. Das ist der Hinterlauf, das ist ein Weichtaltumor. Der
das Bein ist nur zur Orientierung da. Das ist ein aggressiver Weichteiltumor eben, VX2-Platinum-Medikation. Nach circa 2-3 Wochen hat er diese Größe, zieht relativ große Gefäße zur Versorgung. Und wenn Sie dann dieses Drug-Targeting, wie vorher angesprochen, machen, das heißt, Sie applizieren einmal 10% der üblichen systemischen Dosierung, kalkuliert nach Körpergröße bzw. Körperoberfläche, dann haben Sie im Mittel nach 11 Wochen die komplette nebenwirkungsfreie Tumorremission. Das sind sehr gute Daten gewesen, die wir auch dann publiziert haben natürlich. Und wichtig war eben auch, dass wir jetzt hier, das haben wir im Rahmen des Spitzenclusters, konnten wir eine Angiografieanlage bei uns platzieren, weil da ist es wichtig, wenn man den Katheter platziert, dass natürlich in die entsprechenden Blutgefäßversorgungsareale auch platziert wird und der Magnet entsprechend auch angelegt werden kann, um eine bestmögliche Konzentration des Chemotherapeutikums und vor allem der Partikel zu erreichen. Hier sehen Sie den Tumor, das ist ein bisschen aus dem Bild gerutscht, nachdem wir die Angiografieanlage hatten, vor magnetischem Drug-Targeting. Dann haben wir entsprechend herausgerutscht. Nach 4 Tagen hat man eigentlich eine gleich große Applikation oder Größe des Tumors. Nach 3 Wochen eine deutliche Reduktion und nach 8 Wochen ist der Tumor ja komplett hier verschwunden. Also wir konnten eben hier durch die Installierung einer Angiografieanlage bei uns dann hier auch klar Studien durchführen, um den Tumorgrößenverlauf zu dokumentieren. Insgesamt 30% der Tiere konnten eine komplette und dauerhafte Tumorremission erreichen, bei weiteren 40% eine Tumorstase. Wir sind dabei, das jetzt noch weiterhin zu optimieren, um tatsächlich auch bestmögliche Konzentrationsmengen im Tumor zu erreichen. Was ich vorher gesagt habe, ist, für diese Applikation ist wichtig, dass natürlich wie bei jeder Operation auch, sobald wir vorher eine Bildgebung haben, um zu sehen, wie die Gefäßversorgung ist. Sie sehen hier Tumore bei Kaninchen, das sind jeweils von einem Mitarbeiter platziert, eine definierte Tumormenge bei immunkompetenten Kaninchen, sodass aber nach 3 Wochen ungefähr hier diese Tumorgrößen sich dann dargestellt haben. Und der Punkt ist der, dass Sie sehen, jeder Tumor, wie man es ja auch aus der Wirklichkeit kennt, ist verschieden, hat eine verschiedene Gefäßarchitektur. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, wo die Abgänge sind, damit der Katheter entsprechend auch platziert werden kann. Wie gesagt, ich habe angefangen an der TU München, da hatten wir, die eine Komponente ist der Magnet, das sind die Magnetpartikel, das andere ist der Magnet. Wir haben hier TU München begonnen mit Magneten, die einfach so vorhanden waren. Hier sind dann schon adaptivere. Wir haben dann zusammen mit Siemens zusammen schon einen besseren gebaut. Die vorderen haben nur 1,5 Tonnen gewogen. Der Weg ist noch 47 Kilo. Und was wir hier haben, ist eine Angiografieanlage, die im Rahmen des Spitzenclusters, das ja vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgelobt worden ist, haben wir hier einen Operationsraum, wo wir noch die Magneten einer alten Struktur noch festgehabt haben und dann eben manuell angefahren. Und seit Neuestem ist es bei uns möglich, dass man das robotergesteuert macht. Ein ganz wichtiger Punkt, und das ist mein Ziel auch, Sie brauchen entsprechend gute Nanopartikel, aber Sie brauchen ein entsprechendes Magnetfeld, um die Partikel auch tatsächlich anzuziehen oder zu konzentrieren. Jetzt würde ich Sie bitten, ob er den Video einfahren könnte, weil die Bilder sind das eine, aber den Video, wenn man einfahren könnte, wäre schön. Den habe ich Ihnen geschickt. Ja, genau, was Sie sehen ist hier, das ist so ein Stäublemagnet, da haben wir den Magnetkopf dran gemacht. Und was Sie sehen ist hier, man kann es sehr, sehr genau anfahren. Hier ist das Reagenzglas mit den Nanopartikeln. Und Sie sehen eben hier, wenn man das dann einschaltet, dass man die konzentrieren oder praktisch der Magnet das aufkonzentrieren kann und entsprechend die Partikel auch bewegt werden können. Das ist so, verstehen wir, unter präziser, so weit wie möglich präziser Konzentrierung dieser Nanopartikel mit Hilfe des Roboters und des entsprechenden Magnetfeldes. Also wollen wir hier im weiteren Verlauf dann auch mit Hilfe von KI auch, weil wir da auch eine Förderung dann hoffentlich haben, wo man mit KI und entsprechender Bildgebung die Magnet so individuell anpassen kann, dass er an die Tumorkonfiguration des jeweiligen dann hoffentlich später Patienten angefahren werden kann. Ja, das ist kurz nur zusammengefasst, lokale Chemotherapie, ganz kurz, effizient nebenwirkungsarm, das konnte man zeigen. Man kann dieses Bild adaptiv auch diagnostizieren und Therapie ist eben dadurch auch möglich. Es ist ein wichtiger Schritt meines Erachtens hin zu einer zielgerichteten, personalisierten Therapie. Nun sind wir jetzt hier im Tiermodell und für mich war es wichtig auch, dass man jetzt hier mal zeigen kann, wie stelle ich mir denn das vor oder wie kann man sich das vorstellen beim Menschen später. Wir haben hier zusammen mit der Anatomie Torsi
akquiriert und haben einfach hier mal versucht, wichtige Entitäten zu anzugehen. Also bei Torsi, noch nicht bei Menschen, aber bei Verstorbenen eben. Und haben hier aus der Urologie Kooperationspartner, und die wir uns überlegt haben, wenn wir die Prostata, der häufigste Tumor beim Mann oder einer der häufigsten Tumor beim Mann, hier mit einem entsprechenden Endoskop untersucht wird und bioptisch und interagiert werden kann, dann haben wir uns gedacht, da können wir auch ein entsprechendes Magnetfeld in diese Harnröhre dann platzieren. Haben das auch gemacht, haben dann Magnetfelder konstruiert, das sind Permanentmagnete, und haben Folgendes gemacht. Hier ist der urologische Kollege. Wir haben hier über einen intraarteriellen Katheter versucht, die Prostata, die Gefäßstruktur der Prostata zu erreichen, zusammen mit den Radiologen, haben dann den Blutfluss simuliert. Hier sehen Sie nochmal die Magnetfelder hier. Hier ist die Schambeinfuge, hier sind die beiden Magnete, die hier eine Überlappung geben, um eine bestmögliche Magnetfeldkonzentration zu erreichen. Haben dann letztendlich die Arteria femoralis kanalisiert, haben die Prostata-Region so weit wie möglich versucht zu erreichen, haben dann mit viel Spülung die Nanopartikel dann initiiert und haben versucht, einfach hier mal in diesem Torso Proof of Concept oder zumindest die Orientierung mal zu haben, wie wir uns die Anwendung bei Prostatakarzinompatienten zum Beispiel vorstellen. Und was man dann sieht, was immer natürlich immer schwierig ist, aber wir haben versucht, dann nachher einen Kernspin durchzuführen und konnten hier Signalauslöschungen zu sehen in der Prostata. Wobei man immer aufpassen muss, natürlich das MRT bei Torsi ist ein schwieriger Punkt, aber wir haben das identifiziert als potenzielle Anreicherung von Nanopartikeln und haben dann aus dieser Region gezielt Histologie genommen und konnten die Partikel auch wirklich in der Prostata dann hier nachweisen. Also jetzt nur so als Proof of Concept für tiefer gelegene Tumore wie die Prostata, dass man entsprechend Magnetfelder dahin führt, wo der Tumor letztendlich ist. Ähnliches haben wir gemacht bei der Niere. Da ist es ein bisschen einfacher, aber natürlich, wie wir alle wissen, die Niere nur mit einem Gefäß versorgt ist. Wir haben hier die Femoralis kanalisiert. Hier sehen Sie das, den Torso vor der Applikation der Nanopartikel. Dann haben wir hier das appliziert, das Magnetfeld adressiert. Und Sie sehen hier im Bereich der Niere die Signalauslöschung. Die Histologie hat auch gezeigt, dass wir hier tatsächlich Nanopartikel anreichern können. Einfach nur als Proof of Concept, wie wir uns das vorstellen, dann später bei Menschen mal. Dann ähnliches bei der Mama, bei der Frau, wo wir tatsächlich auch mit Nanopartikel versucht haben, eine Adressierung durchzuführen. Hier sehen Sie nochmal hier die Arteria femoralis. Hier zusammen mit den Kollegen aus der Radiologie haben wir hier dann die Platzierung der Nanopartikel durchgeführt, simuliert einen Tumor im Bereich der medialen Anteil der Mama, haben dann die Partikel injiziert und konnten dann hier ebenfalls auch Signalauslöschungen im Bereich der Mama generieren und die histologische, und das ist ja der Goldstandard, mit der Histologie zeigen, dass wir hier auch Partikel in der Mama-Region, die wir adressiert haben, dann auch anreichern können. Gleiches auch dann transvaginal. Das heißt, wir haben hier das Magnetfeld transvaginal eingeführt und konnten dann hier im Bereich der Cervix nach Applikation auch Nanopartikel hier Signalauslöschung dann nachweisen, wie gesagt, rudimentär immer noch, aber das ist so als Proof of Concept, wo wollen wir hin? Das ist die Applikationstool, das wir durchführen wollen. Allalong wollen wir natürlich dann Hirntumore adressieren auch, um hier tatsächlich die Konzentrierung von entsprechenden Chemotherapeutiken in der Zielregion zu erhöhen. Nun ist es ja so, das sind viele Grundlagenarbeiten, die wir viele Jahre jetzt auch gemacht haben, und da sind wir auch dabei, das konsequent weiterzuführen. Nun sind wir aber auch dabei, hier tatsächlich die Wirkstoffentwicklung wirklich auch dann voranzubringen. Und wie Sie alle wissen, ist ja so, man muss erst einmal entscheiden, ethische Gesichtspunkte, wirtschaftliche Gesichtspunkte, die wir haben, um die Prävalenz einer nicht behandelbaren Erkrankung zu evaluieren. Da sind wir gerade dabei. Medikamentöse Angriffspunkte haben wir definiert. Wir werden durch Nanopartikel versuchen, hier die entsprechendes Compound dann auch herzustellen, um den tatsächlichen Angriffspunkt zu evaluieren. Screening der Wirkstoffskandidaten haben wir auch. Wir haben jetzt Mitoxantron, das war schon alte, wir haben jetzt Paclitaxel auch genommen, also neuere Chemotherapeutika, die wir an die Nanopartikel anbinden. Das ist immer ein wichtiger Punkt, weil wir dann neue Synthesen durchführen müssen. Und letztendlich sind wir dabei, das am Tier dann zu testen und entsprechend auch zuerst an Zellkultur und dann am Tiermodell zu testen und zusammen mit zertifizierten GLP-Laboren dann entsprechend auch die Weiterentwicklung durchzuführen.
Die Darreichungsform ist auch klar, das ist eine flüssige Darreichungsform, die wir haben, wo wir Nanopartikel tatsächlich an Chemotherapeutika binden, um die Injektion dann durchführen zu können. Wie gesagt, Vorgaben sind hier flüssige Darstellung und GMP. Das ist ein großes Wort, gerade in Deutschland auch GMP. Wir sind dabei, das zusammen mit der Firma zu machen. Das zeige ich nachher. Ist wahnsinnig ambitioniert und vor allem sehr teuer. Da sind wir, glaube ich, auf der Suche noch nach entsprechenden Geldgebern, um hier wirklich diese Synthese durchzuführen. Phase 1 Studien kennen Sie, die wir natürlich anstreben werden, dann auch Phase 2, Phase 3 Studien, das ist klar. Aber da sind wir noch ein Stück weit weg davon, weil das natürlich dann wirklich die teuren Studien sind, die tatsächlich dann aber auch dazu führen, um die Translation in die Klinik voranzubringen. Wir wollen natürlich die nationale Zulassung anstreben, dann europäische Zulassung, FDA, wobei das wirklich allein die nationale schon anzustreben eine große Herausforderung darstellt. Entschuldigung, ich komme da falsch drauf. Ja, was wir aber jetzt haben, ist auch dann Phase 4, kennen Sie, ich habe es nur der Form halte. Der Punkt ist, und da sind wir dabei, und das ist immer manchmal desillusionierend, muss man fairerweise sagen, wenn man immer sagt, warum braucht man jetzt für ein Produkt 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar, bis zu einer Zulassung da ist. Das ist dadurch bedingt natürlich, dass viele fehlgeschlagene Projekte es da gibt, die eingepreist werden. Die klinische Entwicklung ist per se teuer. Multinationale Studien sind auch natürlich sehr teuer. Und wir haben in Deutschland, das muss man sich auch überlegen, auch mal, wo wir da mal hinkommen in absehbarer Zeit, ein hohes Anforderungsprofil. Das kann bald so, in der Form wird es immer schwieriger, dann auch zu schaffen, sodass dann viele, gerade Hersteller, auch ins Ausland gehen. Viele Wirkstoffüberprüfungstools werden in Mexiko oder in der Sowjetunion durchgeführt, weil da der Zugang anders ist als bei uns hier in Deutschland. Sie sehen hier, von 5.000 bis 10.000 Substanzen schafft es vielleicht einer. Und der Punkt ist einfach der, dass man natürlich sagen, warum scheitert der Übergang? Weil es natürlich hier verschiedene Gründe dafür gibt. Zum Beispiel im Nanopartikelbereich, und das ist bei uns im Punkt, Sie müssen klar zeigen, dass Sie eine reproduzierbare Herstellung haben, und zwar vom Labormaßstab bis hin zum 2-Liter, bis hin zum 15-Liter Maßstab. Da gibt es eine ganze Latte von chemischen Syntheseprozessen, die Sie wirklich erfüllen müssen. Da sind wir dabei. Das ist gar nicht so einfach, das wirklich auch dann auch dokumentationstechnisch festzuhalten, woran wir gerade arbeiten, weil das ein Riesenunterfangen darstellt. Darüber hinaus, wie gesagt, das Upscaling per se führt dazu, dass wir kleine Schritte, ob es die Temperatur ist, ob es verschiedene Rührmechanismen sind, können wirklich zu einer Veränderung führen. Wir haben es aber geschafft, einen 15-Liter Maßstab herzustellen, wo die Qualität genauso ist wie im Labormaßstab von 200 Milliliter. Das war über viele Jahre aber jetzt eine Entwicklung, die wir weiter vorangetrieben haben. GMP-Vorgaben sind natürlich nochmal eine ganz andere Messlatte. Wir haben hier einen externen Berater, der uns da hilft, der ist selber Qualified Person, der uns bei den ganzen Schritten auch mit unterstützt, um tatsächlich die pharmazeutische Qualität dieser Partikel auch herzubekommen. Das ist, wie gesagt, ein ganz entscheidendes Kriterium, dass wir überhaupt ein Stück weiterkommen diesbezüglich. Denn wie wir auch gesehen haben, ist allein im Chemielabor und im Reimraum, da haben wir jetzt gesehen, wenn man das eben die Synthesen durchführt, hat sich die Qualität der Nanopartikel oftmals so verändert, dass sie gar nicht mehr den eigentlichen Wirkungsgrad haben, den sie eigentlich haben sollten. Was wir jetzt hier haben, wir arbeiten zusammen jetzt mit einer Firma in Saarbrücken, Pharmbiotech heißt sie, das ist von einer großen Apotheke ausgegliedert. Da versuchen wir gerade momentan Räume anzumieten. Also wir sind dabei, gerade beim Bau dabei und versuchen da uns in zwei Räumlichkeiten einzumieten, um tatsächlich diesen Vorgaben auch gerecht zu werden. Ist gar nicht so einfach, aber wir wollen es gerne in Deutschland machen, weil wir glaube ich, ja, Schwierigkeiten haben, wenn unter anderen Bedingungen überhaupt eine klinische Studie anzufangen. Aber da sind wir gerade dabei. Ich sage, das ist der Dr. Spielvogel, Qualified Person, der uns da hier unterstützt. Und die Räumlichkeiten sind jetzt hier, das war jetzt im Juni, die sind schon deutlich weiter, wo wir tatsächlich entsprechend auch die Anforderungen machen. Die sind überaus komplex. Wir haben ungefähr jetzt 10 Meetings gehabt, allein dieses Jahr, mit dem Betreiber dieser Einheit, mit den Pharma-Biotech-Leuten. Das ging an von Qualifizierung und Schulung von Mitarbeitern, Risikomanagement, interne Audits. Also das ist eine ganze
große Latte von Vorgaben, die wir da zu erfüllen haben in einem ganz neuen Bereich wie die Nanopartikel. Aber wir versuchen das eben jetzt hier für Nanopartikel, für die Bildgebung jetzt mal hier zu platzieren, um da wirklich auch mal die Voraussetzungen schaffen können, um die Anwendung am Menschen auch zu generieren. Wie gesagt, es sind Dokumentationen, die sind sehr umfangreich und wir versuchen aber tatsächlich, das auch zu platzieren. Trotz alledem ist es immer so, dass wir die, was wir auch sehen, ist, wir haben zwar Möglichkeiten über private Stiftungen und teilweise auch die öffentliche Hand, aber vor allem private Stiftungen ist es immer wichtig, wie kommen wir so weit? Das allein der Gerätepart kostet mehrere hunderttausend, wenn nicht gar Millionen. Da haben wir Teile schon akquiriert, da sind wir aber dabei, das weiterzumachen. Dann ist die andere Frage natürlich auch Pitfall, Quality by Design, Safe by Design, unzureichende Kenntnis pharmaindustriell üblicher Herstellungsprüftechnologien. Das heißt, wir müssen auch mit den Zulassungsbehörden tatsächlich dann auch evaluieren, wie die Testung der Zwischenschritte läuft, weil es ja ein neues Produkt ist. Und darüber hinaus ist immer so, dass man sagen muss, die Unbedingtheit der Qualität ist ein ganz wichtiger Punkt, wie tatsächlich die klinische Studienphase dann durchgeführt werden kann. Also wie gesagt, das ist ein ganzer Bündel von, das läuft wirklich parallel zu jeder medizinischen, das läuft rein unter pharmazeutischen Ereignis, ist natürlich da Profi. Für mich eine ganz neue Welt, die sich da aufgetan hat. Ich bin froh, dass ich da unterstützt werde von Herrn Dr. Spielvogel insbesondere und anderen, um tatsächlich diese wirklich großen Voraussetzungen oder großen Herausforderungen auch bewältigen zu können. Ja, ich wollte Ihnen einen kurzen Überblick geben, dass wir Nanopartikel herstellen können auf der einen Seite, gute Erfolge im Tierversuch haben, mit meinem Team zusammen, dass aber hier tatsächlich eine Translation, bis wir die durchführen, schon noch einiges an Zeit benötigt und vor allem Geld, um tatsächlich das große Ziel zu erreichen, an Menschen zu gehen. Das ist mein Team, mit dem wir das machen. Das hat sich noch ein bisschen vergrößert, das ist noch ein bisschen älteres Bild. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank für den super spannenden Vortrag. Da gibt es sicher eine ganze Reihe von Fragen, die können jetzt nicht direkt gestellt werden. Wenn Sie Fragen haben, bitte in den Chat und dann lesen wir die vor. Wenn ich richtig informiert bin, kann sich jetzt nicht jeder mit dem Mikro zuschalten, sondern das müssen wir über die Chat-Funktion machen. Also, auf geht's mit Tippen. Und da haben wir jetzt einen Headstart. Ich fange mal mit der ersten Frage gleich an, solange die anderen jetzt noch tippen. Sie hatten gezeigt, die intraarterielle Injektion bei Kaninchen, beziehungsweise in einem Bild dann auch die V-Injektion plus minus Magnetfeld. Bei Interarterielle war nur Magnetfeld dabei. Wie ist denn die Blutzirkulationshalbwertszeit? Also was ich glaube, ich auch versuche zu fragen, bei der IV-Applikation, da hatten Sie gar keinen Unterschied gesehen, ob mit oder ohne Magnetfeld. Ja. Und bei intraarteriell da dann schon, liegt das jetzt daran, dass Sie da dann doch schon fast so semi-lokal sind, also dass da die Blutzirkulation immer so halb nimmt, nicht mehr so lange geht's. Also ist es so, dass man sonst plus minus Magnetfeld bei IV-Applikationen trotzdem mehr hepatische Aufnahme hätte und das dann auch nicht verhindern kann? Oder warum geht da nur intraarteriell? Ja, da kommt also, Also der Punkt ist der, wenn Sie, also was wir gezeigt haben, ist, wenn Sie es intravenös geben, ohne Magnetfeld, haben Sie gar keine, aber wenn Sie intravenös geben, auch mit Magnetfeld, haben Sie nahezu keine Anreicherung im Tumor. Das heißt, was wir brauchen ist, wir brauchen die Kombination aus intraarteriell und dem Magnet. Das ist die bestmögliche Applikation. Und da ist aber auch so, was wir jetzt nicht gezeigt haben, wenn Sie kein Magnet haben und nur intraarteriell spritzen, haben Sie auch eine sehr geringe Anreicherung. Also Sie brauchen die Kombination. Also oftmals ist ja so, gibt es ja auch die lokale, das einzige Organ, wo man das machen kann, ist die Ausschaltung, wenn Sie die Leber, da gibt es ja auch eine lokale Chemotherapie in der Leber, wo man einzelne Branchen ausschalten kann, aber das kann man, aber nur in der Leber. Gibt es ja diese lokale Chemoperfusion. Nur wenn Sie also andere Organe... Bei IV-Applikation, da haben Sie einfach dieses Leber-Targeting, weil die Blutzirkulationshalbwertszeit auch so kurz ist, das geht einfach gleich in die Leber noch, bevor es den Magneten erreicht. Also Entschuldigung. Könnte man da, das ist ja bei Nanopartikeln gut bekannt, dass das ein Problem ist, durch weitere Ladungsabschirmung oder so, das ein bisschen verhindern, also dass hier einfach die Blutzirkulationszeit verlängert ist und man dann eher die magnetische Komponente hier sozusagen mit involvieren kann. Also was wir gesehen haben, weil wir noch eine deutliche Reduktion ja auch haben letztendlich, der einzige wirkliche effiziente Weg ist die Adressierung bestmöglich der intraarteriellen Gefäßarchitektur mit dem Magneten. Alles andere ist
um Potenzen niedriger, was die Konzentration anbelangt. Das ist leider so. Wir haben in dem Kontext jetzt noch eine Frage aus dem Chat von Paula Reichelt. Kommt die Applikation nur für solide Tumoren in Frage? Ja, nur für solide Tumoren und Metastasen, weil das natürlich dann entsprechend das Target identifiziert werden kann mit MRT, CT, wie auch immer, kann man das natürlich identifizieren, die Blut. Also das ist der Punkt für solide Tumore und Metastasen. Darf ich auch eine Frage stellen, Christoph, und herzlichen Glückwunsch zu dem vielen, was du aufgebaut hast. Gibt es jetzt schon aus den präklinischen Studien und Erkenntnissen Tumoren, die du präferenziell angehen würdest? Sei es nun zum Beispiel welche, die vielleicht nicht so ein starkes Metastasierungsverhalten zeigen, sondern eher längere Zeit lokoregional begrenzt Probleme machen? Oder hat das was mit Vaskularisierung zu tun? Welche, die eine starke arterielle Vaskularisierung haben, wie zum Beispiel das hepatozelluläre Karzinom? Gibt es da irgendwie Anhaltspunkte, wo du denkst, dass eine klinische Studie am besten positioniert sein wird? Also ich glaube, am besten positioniert ist momentan, muss er fairerweise sagen, oberflächliche Tumore. Deshalb, weil das Magnetfeld natürlich ein gewisses Abstandsgesetz gibt. Und was ich präferiere momentan ist es, dass ich glaube, dass es sinnvoll wäre, Mammakarzinome zu adressieren, weil die Oberfläche sind. Und wenn man eine Chemotherapie ergibt, oftmals gibt man die Chemotherapie, um bei einem potenziellen Rezidiv zu wissen, welches Chemotherapeutikum anschlägt. Das heißt, wenn wir jetzt im Vorfeld schaffen würden, mit einem One-Shot eine Reduktion des Tumorvolumens bei Mammakarzinom-Patienten zu erreichen, dann hätte man zum einen die Möglichkeit zu sagen, ja, wir haben das Chemotherapeutikum, das wir verwenden, ist wirklich auch spezifisch für diesen Tumor oder gut verträglich für den Tumor oder gut angehbar für den Tumor. Und wir haben die Möglichkeit, mit dem Magnetfeld natürlich den Tumor auch wirklich von außen anzugehen. Also das ist ein Punkt, wo ich glaube, das Mammakarzinom, und das kommt auch häufig vor, etwas ist, wo wir, glaube ich, adressieren können. Kopfhalstumore vielleicht nicht unbedingt gleich primär, weil natürlich durch die Gefäßversorgung gleich die Partikel vielleicht auch trotz großer Magnetfeldabschirmung doch ins Hirn gehen können. Das ist ja auch bekannt. Dann gibt es irgendwelche Möglichkeiten wie Schlaganfall und sowas. Das wollen wir natürlich nicht, weil dann ist die Methode schon am Anfang tot. Das ist immer das große Problem. Wenn man in die Klinik geht und dann irgendeine Nebenwirkung hat, dann ist viele Jahre Aufbau und dann kommt irgendwas, aus welchen Gründen auch immer, dann haben wir Probleme. Also darum glaube ich, dass primär so Mammakarzinom besser zu adressieren wäre. Oder Sarkome zum Beispiel auch. Sarkome, die tatsächlich oberflächennah sind, Extremitäten, wenn man sagt, kann Extremitäten haltend vielleicht eine Therapie machen. Und das sind Tumore, die wir, glaube ich, wenn wir die Zulassungsstrukturen haben, was ein weiter Weg ist, die wir adressieren. Ich glaube, das sind so Tumorentitäten, die ganz gut werden. Vielen Dank. Nochmal die herzliche Aufforderung an alle, Fragen in den Chat zu stellen, sich da die Finger wund zu schreiben, solange das noch geschieht und ich hier auch keine weiteren Fragen sehe, mache ich mal direkt weiter. Weil wir jetzt gerade das Bild hier so schön aufliegen haben, wenn jetzt die Nanopartikel die Tumoren erreicht haben und die Wirkung entfaltet haben, bei uns kommt dann immer die Frage, wie geht es weiter mit den Nanopartikeln? Also werden die wieder ausgeschieden, reichern die sich an und so weiter? Das ist die Frage, die bei uns immer kommt. Deswegen, hier kommt sie jetzt auch. Ja, vielen Dank, Herr Eigner. Wir kennen sie auch schon lange, das ist klar. Der Punkt ist ja, wenn die Partikel werden zu 2/3 hepatorenal ausgeschieden. Und es ist auch nachgewiesen, dass so 1/3, weil es ja Eisen ist, in den Hämoglobinstoffwechsel eingebaut wird. Da gibt es so Studien dazu, radioaktiv markiertes Eisen. Also es wird dann recycelt vom Körper. Wir haben den großen Vorteil, dass natürlich jetzt hier die Partikel Eisen, und die Beschichtung sind das Serumalbumin, das sind alles gut verträgliche Substanzen, was die Partikel anbelangt. Das Chemotherapeutikum anders. Aber so ist die Verteilung der Partikel. Vor der Ausscheidung kommt es zur Freisetzung der Substanzen. Dazu eine Frage von Anjali Röth im Chat. Wie wird der Wirkstoff nach dem Targeting freigesetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Ganz genau wissen wir das noch nicht, muss ich fairerweise sagen. Weil das hängt immer davon ab, weil für jedes Chemotherapeutikum braucht man ein anderes Bindungsverhalten. Derzeit wissen wir, wenn wir den Compound im Tumor anreichern können, dass hier Teile abdiffundieren, aber auch vieles noch am Partikel gebunden ist. Letztendlich, und das sage ich als Kliniker oder als Mediziner, wenn die Wirkung gegeben ist, dass dann der Tumor kleiner wird, dann ist es akademisch natürlich wichtig und auch vom Wirkprinzip her natürlich wichtig zu wissen, da sind wir aber dabei, das kann ich immer nicht abschließend sagen, wie das ist, wie viel wirklich abgeht, wie viel wirklich dort ist. Was ich verstanden habe oder wir verstanden haben, ist, dass wir mit dem Partikel und dem Chemotherapeutikum ein Depot vor Ort setzen, sodass wir auch die
Tumorzellen, die jetzt nicht in einer sensiblen Phase sind, wohl dann halt im späteren Zeitpunkt erreichen. Also ich glaube, das ist so eine Mixtur, aber ich kann Ihnen letztendlich noch nicht definitiv sagen, wie viel wirklich abgeht und was frei im Tumor wirkt und was gebunden ist. Es wirkt aber, und das ist so die momentane Erklärungsstruktur. Den Depot-Effekt hatte ich jetzt auch gerade gedacht und würde da gerne drauf zurückkommen. Kann das vielleicht tatsächlich auch ein Vorteil sein, auch im Hinblick auf Resistenzen, dass man jetzt hier nicht eine einmalige, relativ kurze, lokale, hohe Konzentration hat, die dann wieder weggeht, sondern hier so ein längerfristiges Depot setzt dann? Ja, da wieder, wie Paracelsus, die Dosis macht das Gift, wenn Sie natürlich ein Environment schaffen, wo natürlich das Chemotherapeutikum längerfristig da ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass eben das mit dazu führt, dass eben Resistenzen, die ja wahrscheinlich auf die geringe Konzentration, dass man die überwinden könnte vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Gibt es da irgendwie Analytiken dazu, wenn man dann die Resttumoren sich anschaut, soweit es sie noch gibt? Sie haben ja auch Beispiele gezeigt, wo der Tumor komplett weg war. Da geht es nicht. Aber bei den anderen Fällen, wo man dann an den Tumorzellen sehen kann, ob die jetzt mehr oder weniger resistent waren beziehungsweise anders geschädigt sind, als wenn das jetzt der freie Wirkstoff gewesen wäre, dass man sich von der Seite mal der Sache nähert. Das haben wir jetzt so noch nicht gemacht. Was wir aber gesehen haben, ist, was ich habe ja tolle Infrastruktur vorher gezeigt, das ist natürlich nicht so, dass wir die haben und da machen wir die Versuche, sondern diese Tiere, die wir haben, das sind ja mehrere zig Tiere gewesen, haben wir seriell über eine längere Zeit und wir haben dann natürlich auch dann erst diese Angiografien machen können. Das heißt, ich sehe jetzt rein vom mechanistischen Bereich hier, wir haben, glaube ich, sicherlich Tiere auch schon mal, wo man die Angiografie nicht so suffizient machen konnten, Applikationen durchgeführt, wo vielleicht die Gefäßversorgung, wie vorher gezeigt, nicht so optimal war. Also ich glaube, das ist wirklich, also ich glaube dran, dass wir mit diesem Compound effizient vor Ort eine hohe Toxizität schaffen können und den Tumor reduzieren können. Da bin ich reduzieren oder wegbringen. Das aber direkt abhängig ist, wie die Applikation läuft. Und der Magnet. Und wir sind jetzt dabei auch mit dem Roboter. Wissen Sie, was ich mir vorstelle, ist eine Imaging Guide oder Imaging Control Therapy, dass wir praktisch ein Bild machen, dem Roboter sagen, wo er genau hinfahren muss, um bestmögliche Adressierung des Magnetfelds für den individuellen Tumor zu bekommen. Das ist aber ein hehres Ziel. Das ist ein Zwei-Komponentensystem. Der Partikel auf der anderen Seite und die Magnetfeldapplikation. Das heißt, wir müssen beides engmaschig zusammenbringen, weil wir dann den bestmöglichen Precision Nanomedicine, was man so schön sagt, zu bekommen, glaube ich. Vielleicht direkt daran anknüpfen, solange ich jetzt noch keine Fragen im Chat sehe, die hoffentlich dann nochmal kommen. Jetzt gerade daran anknüpfen, wie hoch ist denn die Ortsauflösung jetzt? Also Sie hatten ja gezeigt, die Kathetermagnete beispielsweise, wo es ja jetzt nun doch mit einem relativ großen Aufwand verbunden war, dass Sie den Magnet sozusagen dann direkt an den Wirkort bringen. Wie groß ist da die Ortsauflösung? Also wie weit über den Tumor hinaus wird dann da doch noch ein Magnetfeld aufgebaut oder wie genau kann man das einstellen? Das ist eine ganz, ganz wichtige und gute Frage. Auch der Punkt ist, also wir können so Magnetfeld-Mapping machen, um das zu sehen. Und da ist natürlich so, Magnetfeld, je weiter man vom Pol schon weg ist, desto größer ist die Magnetfeldstreuung. Das ist so. Was wir gesehen haben, ist aber, je näher man hinkommt, drum eben auch dieses transvaginale oder transurethrale Herangehen, je näher wir die Magneten an das tatsächliche Tumorgeschehen bringen, desto größer ist die tatsächliche Anreicherung und desto mehr kommen wir aus diesem ganzen natürlich schematischen Simulationstool weg, dass wir sagen, wie muss der Magnet ausschauen, weil wir können die Magnetfeldlinien ja nicht von Natur aus so verändern, wie sie eben von Natur aus sind. Das heißt, der Punkt ist, wenn Sie das Magnetfeld an den Wirkort hinbringen, wie auch immer geartet, dann ist die bestmögliche Adressierung gegeben. Das ist ein weites Feld. Wissen Sie, ich habe viele, viele Gespräche mit theoretischen Physikern gehabt, die geben in Simulationsmodelle, also gigantisch, aber da ist immer die Frage, wie tatsächlich dann auch der klinische Output ist. Und das habe ich jetzt einfach gesagt, man kann ja die Magnetfeld in verschiedene Körper oder transbronchial heranbringen, um tatsächlich dann die Partikel da auch aufzukonzentrieren mit dem Chemotherapeutikum, wo sie wirken sollen. Im Chat immer noch keine Fragen, dann hätte ich aber zu dem zweiten Teil, auf den Sie ja auch eingegangen sind, ausführlich, was jetzt die Translation angeht, dann doch nochmal eine Frage. Da hatten Sie natürlich das gezeigt, das höre ich mich auch immer in der ersten Vorlesung sagen, aus 10.000 Verbindungen kommt eine vielleicht mal raus, dann sind wir 1,5 Milliarden Euro weiter oder US-Dollar und so weiter.
Wird das bei Nanopartikeln jetzt noch schwerer sein? Ich meine, wir schauen hier nicht auf ein Small Molecule, sondern wir schauen auf ein kompliziertes System aus mehreren Komponenten. Die Herstellung ist garantiert nicht einfacher. Wir haben nicht den einen Peak in der HPLC und so weiter. Also eigentlich müsste man doch sagen, da sind hier die Anforderungen noch höher. Glauben Sie, dass das im Endeffekt so sein wird? Und vielleicht damit verbunden noch eine andere Frage. Sie sagten ja, Sie reden da mit dem Pi, mit anderen auch darüber. Ist das eine Ansprache auf Augenhöhe? Also wissen eigentlich die Behörden, was sie für Anforderungen haben? Oder ist das so ein bisschen ein iterativer Prozess, dass die selber erstmal gucken müssen, wie man die Anforderungen von Small Molecules jetzt eigentlich auf Nanopartikel übertragen kann? Wenn Sie sind Profi, das ist ja eine Eulen-HT-Fragen, aber der Punkt ist, wir müssen ja den Prozess formulieren und so definieren, dass man dann die Zulassungsbehörden davon überzeugen kann, mit all dem Risikomanagement, dass so, wie wir den herstellen, dass das dann auch tatsächlich abnehmbar ist. Das heißt, das ist schon eine gewisse Individualität ist da. Aber wie gesagt, das sind wir noch im Prozess, das ist auch in Zulassungsbehörden natürlich abhängig auch. Man muss das nicht zeigen, wie wir konsequent den Prozess unter GMP-Bedingungen fahren. Aber das ist ein iterativer Prozess, wie Sie gesagt haben. Ich habe, wissen Sie, das ist ganz interessant, ich hatte im Februar die Gelegenheit im Rahmen eines SFBs in Mainz, die haben ja so ein Nano-SFB, da konnte ich das Projekt von Herrn Ugur Sahin, hatte ich die große Ehre zu, also das ist nicht das BioNTech-Vakzinierung, sondern da kommt also Tumortherapie raus und ich habe ihm gratuliert, das ist ja auch ein nanopartikuläres Vakzin, Lipidpartikel, die letztendlich das mRNA einhüllen. Und was ich dazu sagen kann, ist, wenn mich einer fragt, ist, wenn der gesellschaftliche Druck hoch ist, der politische Druck auch da ist und vor allem entsprechende Finanzmittel auch da sind, dann kriegen sie relativ schnell etwas voran, muss man fairerweise sagen. Das hat man gesehen, das finde ich toll. Aber das ist so eine Ausnahmesituation. Und ich glaube, aber das nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, da müssen wir iterativ zeigen, dass wir das herstellen können unter GMP-Bedingungen, da immer wieder in Rücksprache tatsächlich die einzelnen Schritte gehen. Alles andere ist, glaube ich, dass wir einen komplett, das wird nicht gehen. Ich glaube, wir müssen wirklich in kleinen Schritten immer wieder im Feedback, und das dauert eben seine Zeit. Einverstanden, aber da geht ein bisschen meine Frage jetzt, nämlich hin, weiß die Behörde, was sie fordert? Also liefern Sie, was die Behörde fordert, oder fordert die Behörde, was Sie liefern? Wie rum ist hier der Prozess? Bei Small Molecules ist das sicher ein eingeschliffenes Prozedere, aber hier bei Nanopartikeln ist ja anders angefangen. Was sind jetzt eigentlich kritische Parameter jetzt bei den Nanopartikeln? Weiß das die Behörde? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Oder muss man denen das eigentlich sagen, was Sie gerne sehen möchten? Ich glaube ja. Ich glaube, so wie wir das in den ersten vorsichtigen Gesprächen ist es wirklich so, dass wir tatsächlich auch das nicht nur den Hersteller, sondern auch das Risikoprofil angeben müssen, dass dann tatsächlich beides darbieten, ganz offen, transparent, weil alles andere hat ja keinen Wert, dass man sagt, okay, so stellen wir es uns vor, aber das sind die Pitfalls, da muss man aufpassen und dass wir das auch erkennen und dann einfach, so sind unsere Erfahrungen bis jetzt, aber wir sind sehr vorsichtig noch in dem Bereich, sehr zaghaft. Mhm. Weil einfach das ein Riesenprozess ist, wissen Sie selber viel besser, Herr Aigner. Ja, sehr interessant. Da schaffen Sie ja jetzt wahrscheinlich, oder sammeln Sie jetzt mal die ersten Erfahrungen, was das angeht. Na, schauen wir mal. Also ähnlich wie es schon mal bei Biologicals vielleicht war, wo man auch am Anfang nicht so recht wusste, wie geht man jetzt damit um, behördenseitig. Ja. Ja, aber es gibt zwar im Bereich des BfArM so eine Nanomedizin-Abteilung, aber wie gesagt, das ist halt sehr individuell, wissen Sie, das ist so, wie gesagt, und dann weiß man halt, wie sind die Parameter. Ich meine, die verlangen ja von uns tatsächlich, dass wir das die Minima-Maxima-Grenzen aufzeigen. Also das sind ja, sehr. Und wir müssen das ganze Prozedere zeigen, dass wir das auch abdecken können. So und dann sehen die und dann arbeiten sich die ein und dann sagen sie ja, was noch fehlt. Also so verstehe ich es zumindest. Okay. Also sie bauen sich da auch ein Quellquartier auf dann sozusagen mit der Behörde zusammen. Na gut, das wird ja dann mal so jetzt das Pilotprojekt sein, wie das Ganze dann funktioniert. Schauen wir mal. Sehr interessant. Gibt es denn weitere Fragen noch im Chat? Ich sehe hier keine oder übersehe ich da jetzt irgendetwas? Ja, das scheint mir im Moment nicht der Fall zu sein. Dann nochmal ganz herzlichen Dank. Super spannender Vortrag. Ich glaube, das finde ich nicht nur, sondern alle anderen auch. Dankeschön. Einige Fragen kamen ja auch live. Wäre es natürlich noch schöner geworden, aber auch sowas. Super spannend. Vielen Dank dafür nochmal. Danke auch. So, dann kommen wir zum zweiten Vortragenden. Florian, möchtest du da Vorstellungen oder mache ich das? Nachdem ich noch da bin, kann ich es gerne übernehmen, dass ich den Herrn Dr. Ernst einführe.
Kollege aus der Hämatologie und Onkologie am Universitätsklinikum Jena, mit dem wir jetzt auch in einer besonders engen Verbindung stehen. Er hat eben auch Grundlagenprojekte gemacht zur Entwicklung von Nanopartikeln. Das steht auch so ein bisschen entsprechend der Schwerpunkte der Klinik, auch durchaus in einem hämatologischen Kontext. Insbesondere bei den myeloischen Neoplasien ist ja die Klinik, an der Herr Dr. Ernst arbeitet, sehr stark aufgestellt mit einer internationalen Reputation. Er hat zu diesem Thema auch bereits Preise eingeworben und Förderungen eingeworben. Und wir freuen uns jetzt sehr auf Ihren dann eher grundlagenorientierten Vortrag, Herr Dr. Ernst, der ganz bestimmt, da bin ich überzeugt davon, auch das Bild dieser Wirkstoffentwicklung und der Nanopartikel, was wir jetzt aus der Entwicklung von Professor Alexo gehört haben, nochmal sehr schön ergänzen wird. Und wir freuen uns sehr, dass Sie uns vortragen werden, Herr Dr. Ernst. Ja, sehr geehrter Professor Lordig, sehr geehrter Professor Aigner, vielen Dank für die einleitenden Worte und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Abend im Rahmen dieses Curriculums einen Beitrag zum Thema Nanomedizin, insbesondere der Nano-Onkologie, leisten zu dürfen. Neben dem Zusatznutzen in der Krebsdiagnostik spielt die Biophotonik und Nanotechnologie, wie wir eben schon gehört haben, eine große Rolle in der Entwicklung moderner zielgerichteter Medikamente. In meinem Vortrag möchte ich daher gerne einen Überblick über die aktuellen Ideen zur Funktionalisierung von Nanopartikeln geben, die für diagnostische und therapeutische Anwendungen bei Krebserkrankungen und darüber hinaus genutzt werden können. Die Nanotechnologie stellt ein Forschungsgebiet vieler spezialisierter Bereiche der Naturwissenschaften dar und befasst sich mit der Erforschung und Konstruktion sehr kleiner Strukturen von einem bis 100 Nanometern, wie wir gerade gehört haben. Sie gilt als Technologie der Zukunft und spielt eine wichtige Rolle in vielen Bereichen der Naturwissenschaften, vor allem der Medizin, der Biotechnologie und der Mikroelektronik. Aufgrund seines 1959 in Kalifornien gehaltenen Vortrags "There's plenty of room at the bottom" gilt Richard Feynman als Vordenker der Nanotechnologie. In seinem Vortrag stellte der Physiker und spätere Nobelpreisträger zahlreiche Ideen vor, wie Technik und auf mikroskopischer Ebene funktionieren könnte. Der Begriff Nanotechnologie selbst wurde jedoch erst 1974 von dem japanischen Ingenieurwissenschaftler Norio Taniguchi geprägt. Bekannt wurde das Forschungsgebiet aber erst 1986 durch das Buch Engine of Creation des amerikanischen Ingenieurwissenschaftlers Eric Drexler. Im Vergleich zu ihren größeren Ausgangsmaterialien können Nanomaterialien veränderte Eigenschaften aufweisen, die sie für eine Vielzahl von Anwendungen interessant machen. So können sich beispielsweise die elektrische Leitfähigkeit, die optischen und magnetischen Eigenschaften, die Löslichkeit oder die Reaktivität ändern. Der Grund dafür ist zum einen, dass unterhalb von 100 Nanometern quantenphysikalische Effekte auftreten können und zum anderen, dass sich das Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen des Teilchens stark zur Oberfläche hin verschiebt. Das wird auch als größeninduzierte Funktionalisierung bezeichnet. Je kleiner ein Teilchen ist, desto mehr Atome mit weniger Bindungspartnern befinden sich an seiner Oberfläche, was die hohe Reaktivität von Nanopartikeln erklärt. Das führt aber auch dazu, dass die Nanopartikel dazu neigen zu verklumpen, wie wir auch schon gehört haben, und schnell Aggregate zu bilden, wie man am Beispiel dieser Nanopartikel hier sehen kann, dieser Goldnanopartikel. Dies kann wiederum durch Oberflächenmodifikation überwunden werden, worauf ich aber später gerne im Detail eingehen möchte. Bei der Herstellung von Nanopartikeln werden grundsätzlich zwei verschiedene Strategien verfolgt. Ganz kurz, top-down und bottom-up. Die Wahl der jeweiligen Strategie hängt von der chemischen Zusammensetzung und den angestrebten Eigenschaften der zu produzierenden Nanopartikel ab. Unter Top-Down versteht man die mechanische Zerkleinerung des Ausgangsmaterials durch Schreddern oder einen Pulverisierungsprozess. Dies wird bei der Herstellung von metallischen Nanopartikeln angewandt, wobei herkömmliche Rohstoffe wie Metalloxide mithilfe von Hochenergiekugelmühlen beispielsweise pulverisiert werden, was aber mit thermischer Belastung und hohen Energiekosten verbunden ist. Die Fragmentierung der Partikel durch die Pulverisierung führt zu Produktpulvern mit einer relativ breiten Partikelgrößenverteilung, sodass eine gezielte Steuerung der Partikelform mit dieser Methode praktisch unmöglich ist.
Bei der Bottom-up-Strategie hingegen werden die Strukturen durch chemisch-physikalische Prozesse erzeugt, was der übliche Weg zur Herstellung organischer Nanomaterialien ist. Dabei unterscheidet man zwischen Gasphasenprozessen wie der Flammenhydrolyse zur Herstellung von Nanomaterialien in Pulver- oder Folienform und Flüssigphasenprozessen wie Fällungsreaktionen oder hydrothermalen Prozessen zur Herstellung von Mikroemulsionen, beispielsweise für biomedizinische Anwendungen. Die beiden Methoden werden in der Regel kombiniert, um sogenannte hybride Nanomaterialien herzustellen, die aufgrund ihrer vielfältigen Eigenschaften zunehmend an Interesse gewinnen, insbesondere im Bereich der Medizin, der Pharmakologie, aber auch in der Optik und der Elektronik. Hybride Nanomaterialien sind Verbundstoffe aus zwei oder mehr verschiedenen Materialien, die aus einem Kern und einer Hülle bestehen. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Materialkombinationen, die vor allem vom Verwendungszweck der Nanopartikel abhängen. Durch das Hüllenmaterial können sich die Eigenschaften des Nanopartikels deutlich verändern, sodass zum Beispiel die Reaktivität abnimmt oder die Hitzebeständigkeit beispielsweise zunimmt. Im Allgemeinen führt das Hüllmaterial zu einer verbesserten Stabilität und Dispergierbarkeit des Kernmaterials. Magnetische Nanopartikel, haben wir gerade gehört, die im Allgemeinen stark aggregieren und sich schnell abbauen, können als Hybrid-Nanopartikel beispielsweise als Kontrastmittel in bildgebenden Diagnostika wie der Kernspintomographie eingesetzt werden. Ja. Nanopartikel aus Halbleitermaterialien mit interessanten optischen, magnetischen und elektronischen Eigenschaften werden als Quantum Dots bezeichnet und sind giftig, schwerlöslich und in wässriger Lösung instabil, was ihre Anwendung in biologischen Medien schwierig oder unmöglich macht. Wenn diese Partikel jedoch mit einem Polymer wie Polyethylenglykol beschichtet werden, verbessern sich Löslichkeit und Stabilität, was ihre Biokompatibilität erhöht und sie für die Biobildgebung dann sehr interessant macht. Je nach Zusammensetzung der Partikel gibt es bereits heute breite Interessensgebiete, die sich auch überschneiden können. Der weitere Schwerpunkt meines Vortrags wird jedoch auf organische Nanopartikel liegen, die für biomedizinische Anwendungen genutzt werden können. Nanopartikel haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung für biomedizinische Anwendungen gewonnen. Gründe dafür sind zum einen die Möglichkeit, Wirkstoffe wie Nukleinsäuren oder Proteine in nicht-virale Vektoren zu verpacken und zum anderen den Transport geladener Substanzen durch Membranen zu ermöglichen, wodurch eine höhere Wirksamkeit bei geringerer systemischer Toxizität erreicht werden kann. In den letzten Jahrzehnten haben sich Biomaterialwissenschaftler intensiv mit der möglichst schonenden und biokompatiblen Zusammensetzung von Nanopartikeln beschäftigt. Zu den etablierten und weit verbreiteten Nanomaterialien, die zur Herstellung biomedizinischer Nanopartikel verwendet werden, gehören heute Lipide und organische Polymere. Grundsätzlich wird zwischen natürlich vorkommenden und künstlich hergestellten Polymeren unterschieden. Unter den natürlichen Polymeren können Albumin, Gelatin, Casein und Polysaccharide verwendet werden, die aus menschlichen oder tierischen Organismen gewonnen werden und daher natürlich abbaubar und biokompatibel sind. Dies ist jedoch teuer, die Reproduzierbarkeit ist begrenzt und es besteht ein gewisses Infektionsrisiko durch den Spenderorganismus. Aus diesem Grund wird zunehmend auf industriell hergestellte Polymere gesetzt, insbesondere auf Polymilchsäure oder Polyalkylmethacrylate. Diese sind wiederum sehr gut reproduzierbar, nur teilweise biologisch abbaubar, was manchmal gekommen ist, aber auch mit Verträglichkeitsproblemen verbunden sein kann. Paclitaxel, ein Zytostatikum aus der Gruppe der Spindelgifte, das zum Beispiel bei Mama- oder Pankreaskarzinom eingesetzt wird, ist ein gutes Beispiel für die Verabreichung von Medikamenten mit organischen Polymeren. Durch die erste Weiterentwicklung von der Ölsuspension zu Humanalbumin-Nanopartikeln konnte die Paclitaxel-Dosis am Wirkort bereits deutlich erhöht werden. Mit der neuesten Polylactit-beschichteten Zusammensetzung konnte sogar eine Verdopplung der Dosis gegenüber der freien Form erreicht werden. Darüber hinaus führt diese PLA-Formulierung zu einer messbar längeren Verweildauer im Blutkreislauf und einer besseren Wirkung auf die Tumorkontrolle. Wie bereits erwähnt, können Nanopartikel nicht nur zum Transport von Medikamenten, sondern auch von genetischem Material verwendet werden.
In einem eleganten Mausexperiment konnte eine italienische Forschergruppe den Transport von siRNA in Leukämiezellen mithilfe von Polymer-Nanopartikel in vivo nachweisen. Sie erzeugten zunächst Xenograftmäuse mit akuter myeloischer Leukämie, indem sie den Tieren verschiedene AML-Zellen transplantierten, die eine stabile Luciferase exprimieren. Nachdem die Mäuse nach 4 bis 6 Wochen einen Leukämie-Phänotyp entwickelt hatten, hier leicht zu sehen, positiven Lumineszenzsignal, wurden sie mit Polyethylenamid-Nanopartikeln behandelt, die mit siRNA gegen die Luciferase Messenger-RNA beladen waren. Durch den deutlichen Rückgang der Lumineszenz im Vergleich zu Tieren, die mit Placebo oder leeren Nanopartikeln behandelt wurden, konnte die Forschergruppe die direkte genetische Manipulation von Leukämiezellen in einem lebenden Organismus nachweisen letztendlich. Diese Arbeit ist jedoch nur eine von vielen Arbeiten, die sich mit der Entwicklung von Nanopartikelkonjugaten als Vektoren für siRNA beschäftigten, die das Ziel haben, Leukämiezellen in vivo genetisch zu manipulieren. Obwohl es allen gemeinsam gelang, die zellulären Aufnahme von RNA nachzuweisen und damit in gewisser Weise die Leukämiezellproliferation zu hemmen, lag allen Nanopartikeln keine Organselektivität im Sinne einer spezifischen Leukämietherapie zugrunde. Das einzige von der FDA bislang zugelassene nanoskalige Medikament zur Leukämietherapie, das heute auf dem Markt ist, ist CPX351 und ist für Patienten mit therapieinduzierter akuter myeloischer Leukämie und AML mit Myelodysplasie-assoziierten Veränderungen indiziert. Es handelt sich um Liposomen, die die beiden Standardzytostatika zur Behandlung der AML, Cytarabin und Daunorubicin, in einem bestimmten Verhältnis enthalten. Im Gegensatz zu den frei infundierten Zytostatika kann dieses für den therapeutischen Effekt wichtige synergistische Verhältnis der beiden Substanzen im Organismus über einen sehr langen Zeitraum aufrechterhalten werden. Da in den oben genannten AML-Untergruppen ein signifikanter Überlebensvorteil gegenüber der Standardtherapie mit dem 7+3-Schema zu verzeichnen war, ist CPX351 nun die Therapie der Wahl für diese Patienten. Ein weiteres nanoskalisches Liposom, das bereits für die Tumortherapie, nämlich für das fortgeschrittene metastasierte Pankreaskarzinom zugelassen ist, ist die nanoliposomale Formulierung von Irinotecan, einem reversiblen Turboisomerase-1-Hemmer, das in den rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen hier als kristalline Stäbchenform innerhalb der Lipidbläschen zu erkennen ist. Hier unten abgebildet, in diesen beiden Aufnahmen sind Xenograft-Kolonkarzinom-Mausmodelle abgebildet, in dem die Pharmakokinetik des nanoliposomalen und freien Irinotecans untersucht wurde. Wie eindrucksvoll zu erkennen ist, führt die Nanopartikelformulierung zu einer deutlichen Zunahme der Plasmaverweildauer von Irinotecan und dadurch zu einer vielfach längeren Wirkdauer innerhalb des Tumorgewebes. Im Rahmen der Napoli-1-Studie letztendlich konnte die Überlegenheit von nanoliposomalen Irinotecan in Kombination mit 5-FU und Folinsäure im Vergleich zu 5-FU und Folinsäure Mono beim metastasierten Pankreaskarzinom gezeigt werden, was schließlich zur Zulassung für Patienten nach Gemcitabin-Vortherapie führte. Was ist aber wiederum ein Nachteil dieser Nanopartikel? Auch hier gibt es keine spezifische Oberflächenmodifikation, die zu einem gezielten Transport der Partikel in Tumorzellen führt. Demnach können diese Nanopartikel auch in alle anderen gesunden Körperzellen eindringen und typische zytostatika-assoziierte Nebenwirkungen verursachen. Ganz plakativ formuliert ist das Ziel also, die Oberflächeneigenschaften von Nanopartikeln so zu optimieren, dass sie im Sinne eines Schlüssel-Schloss-Prinzips nur in die eine Zelle gehen, in die sie gehen sollen. Neben den grundlegenden Eigenschaften, die mit Polymerbeschichtung verbunden sind, wie der Verhinderung der Partikelaggregation, der Vermittlung einer höheren Biokompatibilität mit längeren Verweilzeiten im Blutkreislauf und der Verringerung der Toxizität, verleiht die spezifische Oberflächenfunktionalisierung den Partikeln eine Selektivität für nur bestimmte Zellen, die dann als Targeted Drug Delivery Compounds bezeichnet werden können. Je nach gewählten Nanopartikelpolymer
werden mithilfe spezieller chemischer Verfahren funktionelle Gruppen kovalent an das Polymer angehängt, die die Löslichkeit und Ladung der Nanopartikel verändern und so Affinitäten zu bestimmten Oberflächenstrukturen der Zielzellen schaffen können. Wie kann das geschehen? Kurzer Ausriss in die Chemie. Grundsätzlich kann man eine direkte Funktionalisierung von einer Postfunktionalisierung unterscheiden. Bei der direkten Funktionalisierung wird die Oberfläche mithilfe einer chemischen Substanz modifiziert, die einerseits eine reaktive Gruppe besitzt, die sich mit Atomen auf der Oberfläche eines Nanopartikels verbindet und andererseits eine zweite chemische Gruppe, die für die gewünschte Funktion, zum Beispiel die Hydrophobie, verantwortlich ist. Chemische Substanzen, die üblicherweise für diese Form verwendet werden, wie Oxide oder Nanopartikel von Edelmetallen, sind Thiole, Phosphonoxide, Phosphonate oder Carboxylatgruppen. Bei der häufiger angewandten Postfunktionalisierung reagiert die Oberfläche des Nanopartikels zunächst mit einer bifunktionellen chemischen Substanz und in einem zweiten Schritt wird die gewünschte funktionelle Gruppe an die entsprechenden freien Bindungsstellen der chemischen Substanz gebunden. Typische Beispiele sind die Silanisierung oder die EDC-Chemie, bei der durch die Bindung von Carbodimiden auch große Moleküle an Nanopartikel gebunden werden können. Eine gewisse Hydrophobie und eine verstärkte Interaktion mit Oberflächenproteinen der Zielzellen kann beispielsweise die Clatrin-vermittelte Endozytose der Nanopartikel mit einer Größe von etwa 100 Nanometern fördern. Hier möchte ich mal ein klassisches Beispiel für eine Postfunktionalisierung zeigen. In diesem Fall wurden Goldnanopartikel mit einer Polyethylenglykolhülle beschichtet, an die Aminozuckermoleküle angehängt wurden. Diese Nanopartikel haben einen mittleren Durchmesser von 27 Nanometern und sind damit zu groß, um die Clut-1-Transporter direkt zu passieren, werden aber nach Interaktion mit den Transportern durch Endozytose aufgenommen. Abgebildet sind hier rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von Zellen einer Hautzelllinie, oben als Sekundärelektronenbild und unten als Rückstreuelektronenbild nach Applikation von glukosefunktionalisierten Nanopartikeln. Im Gegensatz zur linken Seite wurden die Zellen auf der rechten Seite zuvor mit Cytochalasin B behandelt, das die Glukosetransporter hemmt und die Abhängigkeit der funktionalisierten Nanopartikel von der Clatrin-verbündelten Endozytose letztendlich zeigt. Welchen Nutzen können funktionalisierte Nanopartikel in der Krebsdiagnostik nun haben? Eine gut etablierte Methode zur bildgebenden Diagnostik von Tumormetastasen oder Lymphomerkrankungen ist die Positronen-Emissionstomographie in Kombination mit der Computertomographie. Ein standardisiertes Kontrastmittel ist Fluorodesoxyglucose, die wie normale Glucose von stoffwechselaktivem Gewebe aufgenommen wird. Die große Schwäche dieser Methode ist jedoch die fehlende Möglichkeit, bei einer gleichzeitig bestehenden Entzündung zwischen entzündeten Gewebe und Tumorgewebe zu unterscheiden, da im Entzündungsgewebe meist eine Hyperperfusion vorliegt. In diesem Versuch wurde die FDG-PET-Methode mit der CT nach Applikation von glukosefunktionalisierten Goldnanopartikeln verglichen. Zu diesem Zweck wurden die Nanopartikel intravenös in ein kombiniertes Tumorentzündungsmausmodell injiziert, gefolgt von einer Computertomographie. Sowohl die CT-Bildgebung als auch die quantitativen Goldmessungen zeigten einen klaren Unterschied zwischen Tumor und Entzündung im Gegensatz zur Fluorodesoxyglucose PET, die weder eine sichtbare noch eine quantitative Differenzierung zwischen beiden zeigt. Diese Strategie ermöglicht somit eine spezifische Tumorerkennung auf der Grundlage des Stoffwechselprofils des Tumors und kann den Tumor von stoffwechselaktivem Entzündungsgewebe unterscheiden. Inzwischen sind Bibliotheken mit unterschiedlichen Oberflächen funktionalisierten Eisenoxid-Nanopartikeln hergestellt worden. Für die Onkologie sind natürlich Verbindungen von Interesse, die Tumorgewebe in der Bildgebung empfindlich erkennen, wie wir in dem Vortrag vorher schon gehört haben. Bei den beiden hier erwähnten Nanopartikeln handelt es sich um PLGA-beschichtete, vernetzte Eisenoxid-Nanopartikel, die mit N-terminalen Glycin dekoriert sind und das Fluorochrom VT680 enthalten. Diese Nanopartikel weisen eine hohe Affinität zu tumorassoziierten Makrophagen auf. Normalerweise werden diese Nanopartikel relativ schnell aus gesunden Lymphknoten ausgeschwemmt.
aufgrund des fehlenden Ausfassungsverhaltens, was durch die Bindung an die tumorassoziierten Makrophagen verursacht wird, können Lymphom-Metastasen mit diesen Nanopartikeln daher sehr empfindlich nachgewiesen werden. Ähnlich zu dem Beispiel von Herrn Professor Alexio im Vortrag vorher. Neben einer verbesserten Diagnostik bieten funktionalisierte Nanopartikel auch große Chancen für eine spezifischere und damit effektivere Behandlung bösartiger Erkrankungen, die bisher nur schwer zu kontrollieren waren. Dazu gehören unter anderem das metastasierte Mammakarzinom. Bei etwa 20% der Patientinnen und Patienten mit Brustkrebs weisen die Tumorzellen eine Amplifikation des humanen epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors 2 auf. Trastuzumab und Pertuzumab sind etablierte von der FDA zugelassene Antikörper, die erfolgreich zur Behandlung von HER2 überamplifizierten Brustkrebs eingesetzt werden, setzen aber ein intaktes Immunsystem voraus, was bei Tumorpatienten nicht unbedingt selbstverständlich ist. Die Funktionalisierung von Nanopartikeln mit Antikörperfragmenten gegen HER2 ist ein schönes und anschauliches Beispiel für die gezielte Verabreichung von Zytostatika wie Paclitaxel. Ein Beispiel sind Anti-HER2-Peptid-konjugierte PEG-beschichtete Eisenoxid-Nanopartikel. Wie in diesem Zell- und Mausexperiment gezeigt wurde, nehmen nur die Zellen mit einer HER2-Amplifikation die mit Paclitaxel beladenen Nanopartikel auf, während alle ohne HER2-Amplifikation nicht betroffen sind. Diese Form der Anwendung erfordert dabei eine deutlich geringere Dosis an Zytostatika für den gleichen oder sogar besseren therapeutischen Effekt. Oberflächenfunktionalisierung können offensichtlich sein, wie zum Beispiel Antikörper oder Glucose, aber funktionelle Gruppen können auch Moleküle bereitstellen, die nicht unbedingt als gleichwertig angesehen werden, wie zum Beispiel Farbstoffe. Sepsis-Forscher hier in Jena von der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin haben beobachtet, dass Polymethin-Farbstoffe Assoziationen mit bestimmten Transmembran-Carrier-Proteinen auf der Zelloberfläche haben und von diesen Proteinen über Clathrin vermittelte Endozytose aufgenommen werden. Polymethin-Farbstoffe lassen sich mit Hilfe der EDC-Chemie relativ leicht kovalent an die PEG-Oberfläche von Nanopartikeln binden. Beladene Nanopartikel mit polyethylenämie-stabilisierten siRNA gegen die HMG-CoA-Reduktase konnten einen spezifischen Knockdown dieses Enzyms in Hepatozyten auslösen, einen Effekt, der sich durch die hohe Affinität des Farbstoffs zur organischen Anion-Carrier-Protein auf der basolateralen Hepatozytenmembran erklären lässt. Bei der Anwendung in der Maus konnten diese Nanopartikel eine messbare Senkung des Plasma-Cholesterinspiegels bewirken, was zeigt, dass sich farbstofffunktionalisierte Nanopartikel als Drug Delivery System für genetisches Material in lebenden Organismen eignen. Im Rahmen einer Sepsis kann es durch eine exkretorische Dysfunktion zur Ausbildung eines Leberversagens kommen, was mit einer schlechten Prognose assoziiert ist. Eine Hemmung der Phosphoinositid-3-Kinase-Gamma führt zu einer Stabilisierung des exkretorischen Hepatozytenfunktion, führt aber auch zur Reduktion der zellulären Immunabwehr. In dieser aktuellen Arbeit aus Jena konnten gezeigt werden, dass mit Polymethin-Farbstoff funktionalisierte Nanoliposomen einen PI3-Kinase-Gamma-Inhibitor selektiv in Hepatozyten einschleusen können, was am Mausmodell mit peritonealer Sepsis dazu führt, dass sich keine Cholestase ausbildet und die weiterhin immunkompetenten Tiere dadurch einen Überlebensvorteil erlangen können, wie hier an der Kaplan-Meier-Kurve zu sehen ist. Ein großer Vorteil der Verwendung von farbstofffunktionalisierten Nanopartikeln besteht darin, dass sie in der multispektralen optoakustischen Tomographie nachweisbar sind und somit als therapeutisches und diagnostisches Mittel in einem verwendet werden können, nämlich als sogenanntes theranostisches Mittel. Die MSOT kann genaue tomografische Bilder in vivo erzeugen, indem es nicht ionisierende nahe Infrarotstrahlung zur Erzeugung von Breitband-Ultraschallwellen nutzt und so ein vielversprechendes Signal-Rausch-Verhältnis und hochauflösende exquisite Bilder in Gewebetiefen lebender Tiere liefert, die für herkömmliche optische Systeme kaum zugänglich sind. In diesem Beispiel konnte das MSOT zeigen, dass die Polymethin-Farbstofffunktionalisierung einfacher PLGA-Nanopartikel mit Indocyaningrün als Fracht zu einer Aufnahme der Nanopartikel in der Leber führt. Also gleichzeitig gute anatomische
Vorstellung letztlich. Über den Einfluss auf die Hepatozytenfunktion hinaus haben wir in der Hämatologie das den Aufnahmemechanismus über organische Anionentransporterproteine, Polymethinfarbstoffe an Leukämiezellen untersucht. In einem Screening-Experiment hat sich gezeigt, dass eine selektive Polymethinfarbstoffaufnahme in Zelllinien der chronischen myeloischen Leukämie stattfindet, die abhängig von der Kladrin, von der Carrier-Proteinexpression dieser Zellen ist. Wir haben deshalb mononukleare Zellen aus dem Blut von Patienten, von CML-Patienten isoliert und mit Polymethinfarbstoffen inkubiert, wobei sich ein Farbstoff zeigte, der vornehmlich von makroskopisch unreifen Vorläuferzellen aufgenommen wurde, die immunphänotypisch CML-Stammzellen entsprachen. In einem Experiment mit nativen und funktionalisierten PLGA-Nanopartikeln konnten wir letztlich zeigen, dass die Nanopartikel mit Funktionalisierung tatsächlich eine Selektivität gegenüber CML-Stammzellen aufzeigen. Da residuelle CML-Stammzellen von Patienten in tiefer molekularer Remission kein funktionelles BCR-ABL-Onkoprotein exprimieren, können sie nicht nur Tyrosinkinase-Inhibitoren, können sie nicht reduziert werden durch Tyrosinkinase-Inhibitoren und stellen deshalb eine Quelle für ein Rezidiv der Erkrankung wiederum dar. BCR-ABL-unabhängige Mechanismen, wie beispielsweise diese farbstofffunktionalisierten Nanopartikel als Drug Delivery System, stellen demnach einen wichtigen Eckpfeiler wohlmöglich auf dem Weg zu einer stabileren Tumorkontrolle dar. Ja, kurz zusammengefasst, durch die größenbedingte Funktionalisierung bestimmt die Oberfläche von Nanomaterialien deren Eigenschaften, insbesondere ihre Löslichkeit und Reaktivität. Biomedizinische Nanopartikel sind in der Regel als hybride Nanopartikel konstruiert, wobei die Zusammensetzung der Hülle dem Nanopartikel die Biokompatibilität verschafft. Die heute am häufigsten verwendeten biologischen Nanokonstrukte bestehen aus organischen Polymeren oder Liposomen. Und das Ziel der Funktionalisierung von Nanopartikeln ist es, eine Tumorselektivität für die Diagnostik und die Verabreichung von Medikamenten zu erreichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine rege Diskussion. Vielen Dank. Ja, schönen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Tolle Übersicht im ersten Teil und dann sehr speziell im zweiten Teil. Jetzt arbeite ich noch an meiner Kamera. So, da bin ich jetzt wieder. Wunderbar. So, also vielen herzlichen Dank. Ich sehe im Moment noch keine Fragen im Chat, wiederum die Aufforderung, hier welche zu stellen. Deswegen fange ich mal an, jetzt gerade mit dem letzten Teil. Da hatten Sie die Polymethin-Farbstoff-Funktionalisierung gezeigt oder Modifikation der Oberfläche. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie hoch ist denn da die Affinität für diese bestimmten Carrier-Proteine, die Sie erwähnt hatten? Also ist das vergleichbar mit einem Antikörper, wo man jetzt Affinitätskonstanten von 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 15 Molar haben oder ist das nicht so stark? Und vielleicht verbunden damit auch noch die andere Frage, wenn die Nanopartikel in biologische Medien appliziert werden, kommt es ja sicher zu einer Ausbildung von einer Proteinkorona, was ja jetzt gerade solche niedermolekularen Wirkstoffe wie jetzt das Polymethin dann doch eigentlich abdecken würde. Also ich glaube, was ich hier ein bisschen versuche zu fragen, ist das wirklich das Polymethin, was dann im Endeffekt diese Bindung vermittelt? Oder ist das Polymethin vielleicht jetzt nur Bindungspartner für andere Plasmaproteine und die machen dann tatsächlich die Oberflächenfunktionalisierung im Endeffekt in biologischen Medien aus? Okay, also auf die erste Frage zurückzukommen, ich habe jetzt noch keine Vergleichsstudie gesehen, die die Affinität von Polymethinfarbstoffen und Antikörpern mit Oberflächenantigen halt verglichen hat. Aber beispielsweise hier aus dieser Publikation von Herrn Professor Adrian Press hier aus Jena das sind jetzt nur die Affinitäten verschiedener Polymethinfarbstoffe gegenüber dieser Carrier-Proteine letztlich an der basolateralen Hepatozytenmembran dargestellt. Und da hat sich halt gezeigt, dass abhängig von der Hydrophobie letztlich, ja, abhängig davon, wie viele funktionelle Gruppen halt an dem Polymethin halt adheriert sind, dass sich da die Affinität gegenüber Hepatozyten oder den letztlich, wie es halt auch in der Physiologie halt verständlich ist oder an der Niere halt zeigt. Ob die jetzt an die Affinität von Antikörpern herankommen, das mag ich eigentlich zu bezweifeln. Es ist aber möglich vorstellbar letztlich.
Zum zweiten Thema Protein oder Albumin, Corona im Blutplasma, ist es letztlich so, dass bei den Partikeln, die wir verwenden, die PLGA-Nanopartikel, dass die ja mit einer Polyethylenglykolhülle umgeben sind. Und das ist ja genau das, was diese Klumpenverklumpung oder diese Protein-Corona letztlich aufheben soll in einem gewissen Maß. Diese Polymethinfarbstoffe, die in die Hülle inkludiert sind, die geben aufgrund dieser veränderten funktionellen Gruppen letztlich, das wurde auch untersucht, habe ich leider die Originaldaten nicht da, führen jetzt nicht zu einer zusätzlichen Verklumpung, weil die Polyethylen, weil die PEG-Eigenschaften des Hüllmaterials überwiegen. Und letztlich dann der zufällige Kontakt zu dem Carrier-Protein dazu führt, dass es halt wie so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip zu dieser Bindung zu den vor allen Dingen organischen Anion-Transportern kommt, wie man halt zeigen konnte. Also ich verstehe Sie richtig, dass auch durch die PEG-Abschirmung Sie jetzt da nach Polymethin-Modifikation nicht davon ausgehen, dass da jetzt in dem Sinne eine Protein-Corona entsteht, wie das sonst der Fall wäre. Genau, genau. Also deswegen das Polymethin, das bleibt Ihnen dann tatsächlich als Carrier, als Targeting-Moiety sozusagen erhalten. Genau, das ist nicht so vorzustellen, wie als würde es oben dran kleben, ne? Mhm. Sondern das ist halt in die Hüllstruktur letztlich inkludiert. Ne? Mhm. Und deswegen verändert es natürlich die Oberfläche, das ist ja der Sinn der größeninduzierten Funktionalisierung. Aber sagen wir mal, von der Plasmaverweildauer ist es letztlich, gab es jetzt keinen Unterschied zwischen den nicht funktionalisierten und funktionalisierten Nanopartikeln. Mhm. Immer noch die herzliche Aufforderung, die Chat-Funktion zu nutzen und sich da die Finger wund zu tippen. Solange hätte ich jetzt aber noch eine andere Frage. Sie hatten das CPX351 gezeigt. Das war mir ja, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja. Was ist da jetzt das Entscheidende? Sie sagten, Sie haben dieses 5:1-Verhältnis Cytarabin-Daunorubicin. Warte ich jetzt die Frühe. Was ist das jetzt das Entscheidende, was jetzt hier wirklich den therapeutischen Vorteil bringt? Da ist es. Dass dieses 5:1-Verhältnis erhalten bleibt oder dass Sie eine günstigere PK haben, also dass einfach eine längere Bioverfügbarkeit ist oder dass durch den Nanopartikel die Wirkstoffe besser aufgenommen werden, also Sie eine bessere Penetration in die Zelle haben oder die Kombination aus allem? Ja, ich möchte es nicht einfach antworten, die Kombination aus allem, aber im Detail ist es ja schon so, dass man versucht, dieses 7+3-Schema in einer gewissen Form nachzuahmen, aber man weiß ja, dass bei der Standard-Chemotherapie letztlich diese Peaks, die gegeben werden, Bioverweildauer, die sollen erstens mal abgeflacht werden, um die Systemtoxizität letztlich zu verringern. Mhm. Aber der große Vorteil oder der große Nutzen dieser neuen Nanopartikel ist, also das ist letztlich und vor allen Dingen genau in dem Verhältnis über 24 Stunden halt erhalten bleiben können. Ne? Dass halt nicht die ganze Zeit das eine Medikament 24 Stunden gegeben wird und dann kommt zwischendurch ein Peak, sondern dass halt genau die Kombination, dieser synergistische Effekt, der letztlich biochemisch wichtig ist bei der AML-Therapie, dass der halt kontinuierlich aufrechterhalten werden kann in der Zelle. Das ist letztlich so ein bisschen der durchschlagende Punkt bei diesen Liposomen. Ja. Mhm. Ich sehe immer noch keine Fragen im Chat. Alexio, haben Sie eine Frage? Wir können Sie nicht hören im Moment. Wir können Sie nicht hören. Sie haben sich zwar unmuted, aber irgendwie geht es nicht. Schauen Sie mal, ob das Headset richtig eingestöpselt ist. Okay. Ja, froh, dass das vorher beim Vortrag nicht passiert ist, aber trotzdem jetzt hier baut es auf alle Fälle den Spannungsbogen auf für die Frage. Hey. Schade. Da kriegen wir dann doch eine getippte Frage wahrscheinlich jetzt gleich. Ich mache mal so lange noch, ich habe noch eine andere Frage.
Bei der Funktionalisierung, Sie hatten ja jetzt diese Oberflächenfunktionalisierung gezeigt, das machen Sie, die machen wir auch, das ist schöne Chemie, das ist wunderschöne Wissenschaft und so weiter. Tolle Beispiele hatten Sie da. Jetzt mal ein bisschen an den letzten Vortrag anknüpfend, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das so leicht in eine Zulassung gehen kann? Also Sie haben ja jetzt dann wirklich ein Multikomponentensystem, ne? Wir sind sowieso schon bei 2 Komponenten, wenn es denn reicht, Nanopartikel plus die Payload und so weiter, jetzt kommen da nochmal Modifikationen dran und so weiter. Halten Sie es aus Ihrem Blickwinkel für realistisch, dass das wirklich translatiert wird? Oder ist da dann die Hürde irgendwann so hoch, dass man sagen muss, da wird es jetzt echt schwierig? Also da muss ich ein bisschen auf die Kollegen, also dieses ganze Projekt hier in Jena mit den funktionalisierten Nanopartikeln liegt ja, also fußt ja in der Sepsisforschung bei uns in der Klinik. Ja. Und wir haben ja aufgrund dieser Assoziation, die man gesehen hat, diese Affinitäten zu gewissen Proteinen, dann letztlich den Bogen aufgenommen und das an der Leukämietherapie halt auch untersucht. Und die sind natürlich weiter, was die Tierversuche angeht. Ne? Das ist jetzt alles, wir haben noch mehrere Projekte gerade parallel laufen. Untersuchungen an Prostatakarzinom, Kolonkarzinom, Lungenkarzinom, Zelllinien, die eine ähnliche Hochregulierung gewisser Oberflächenstrukturen darstellen, sodass die halt auch eine vielversprechende Zielstruktur ergeben. Und diese ganzen pharmakokinetischen Untersuchungen, die sind bisher am Mausmodell bei den Polymethinfarbstoff-Nanopartikeln schon gelaufen. Und das Wichtige ist ja natürlich, das hat der Professor Alexi auch schon gesagt, die große Hürde ist halt immer die Reproduzierbarkeit dieser Nanopartikel, vor allen Dingen dann nicht im Laborsetting, sondern dann halt in der sterilen, in der Werkbank für die Herstellung der letztlich ja am Menschen zugelassenen Medikamente. Das ist ein ganz anderes Setting. Und da muss man halt tatsächlich gucken, das wird noch ein weiter Weg sein, denke ich. Dass der Vorteil, sagen wir mal, rein theoretisch bei diesen PLGA-Nanopartikeln, die ja gerade dafür genutzt werden, ist, dass die, sagen wir mal, von der Verstoffwechslung ja zu physiologischen, ne, zu CO2 und Wasser abgebaut werden, dass erstmal jetzt nicht irgendwo verbleibt, nicht in irgendeinen Stoffwechselweg eingeschlossen wird, sondern abgeatmet wird oder ausgeschieden wird. Das andere sind natürlich dann die Farbstoffe, die dann irgendwo rumliegen im Körper. Ja, da muss man natürlich dann wirklich gucken, wie hoch ist überhaupt die Konzentration, wie toxisch ist das? Und da laufen jetzt erstmal diese Versuche. Ja. Also die Assoziation dieser Nanopartikel für die Leber, letztlich ging es ja darum, die Cholestase zu beheben in der Sepsis. Die hat ja schon mal gezeigt, dass die Farbstoffe jetzt nicht sehr lange in der Leber verbleiben, sondern einfach ausgeschieden werden, auf was für eine Art auch immer, und erstmal nicht toxisch wirken. Und wir haben jetzt zumindest in vitro Toxizitätsversuche gemacht, das muss man auch erstmal zeigen, mit den bloßen Farbstoffen, unabhängig von den Nanopartikeln. Rein theoretisch ist so ein reproduzierbar hergestellter PLGA-Nanopartikel, denke ich, jetzt gar kein so großes Problem für die Anwendung. Ich meine, PLGA-Nanopartikel sind ja auch die, dachte ich eigentlich, für die umhüllen ja die mRNA-Vakzine von BioNTech und werden dann halt gut freigegeben. Und deswegen gibt es jetzt auch nicht so ein großes Problem und sind halt auch nicht so toxisch und sowas. Aber mit den Farbstoffen, das ist halt wirklich so der Knackpunkt, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man jetzt eine Oberfläche verändert, also in der Arbeitsgruppe von Professor Bauer und Press hier in Jena, hat man ja zig verschiedene Farbstoffe erfunden, die verschiedene Affinitäten zu was weiß ich für Proteinen letztlich darstellen. Und da muss man rein theoretisch jeden einzelnen Farbstoff durch die ganze Latte der präklinischen Forschung schieben. Ne? Also das ist, denke ich, schon ein sehr, sehr großer Aufwand, muss man sagen. Naja, klar, da werden Sie irgendwann kehren, dann das ist die Frage, inwieweit das ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das sieht, dass man halt tatsächlich jetzt einen Patienten im akuten Leberversagen da gut helfen kann damit, dann ist natürlich, denke ich mal, wenn der Nutzen so groß ist, dann nutzt es schon, diesen Weg zu gehen, ja, auch den finanziellen Aufwand zu betreiben. Wir haben jetzt die Frage von Christoph Alexio im Chat. Um wie viel kann mittels Nanoverpackung eine Konzentrationssteigerung im Vergleich zur herkömmlichen Chemogabe erzielt werden? Okay. Da kann ich jetzt das Verhältnis innerhalb der Leukämiezelle bei der Nanoverpackung ist letztlich, das Verhältnis ist dieselbe.
Also die Konzentrationssteigerung, die man, die jetzt, also wenn Sie jetzt auf das CBX351 zum Beispiel anspielen, ist es so, dass innerhalb der Leukämiezelle die die Konzentration nicht unbedingt viel höher ist, aber dass die Verweildauer, dadurch, dass es halt Liposomen sind und dass der Mechanismus, wie es halt in die Leukämiezelle gelangt, dass das relativ selektiv halt ist. Ne? Ich habe ja gesagt, es ist jetzt nicht oberflächenfunktionalisiert oder so, aber dadurch, dass es halt wie so, wie hatten Sie ja auch vorhin schon erwähnt, mit diesem Depot-Effekt, ja, dass der Depot-Effekt halt durch diese Liposomen in der Zelle gegeben sind, die dann halt langsam durch pH-Wertveränderungen und Verdauprozesse in der Zelle freigegeben werden. Das ist, denke ich, der Unterschied. Das Ziel einer großen Konzentrationssteigerung ist gar nicht jetzt das Ziel gewesen letztlich. Ja. Also der Uptake wäre hier tatsächlich nicht der Flaschenhals. Das war ja das, wo vorher auch schon mal ein bisschen die Diskussion drum ging. Nicht der Uptake, sondern eher eine günstigere pK dann tatsächlich. Darum geht's hauptsächlich, ja. Okay, was vielleicht auch ein bisschen vom Wirkstoff abhängig sein wird, bei Wirkstoffen, die vielleicht schlechter aufgenommen werden, da könnte der Uptake tatsächlich auch durch die Nanopartikel begünstigt sein. Aber das muss natürlich nicht überall so gelten. So ist es. Sehr interessant. Gibt es noch weitere Fragen im Chat? Das sehe ich jetzt im Moment nicht. Oder ist da jetzt irgendetwas, was ich übersehe? Ich glaube nicht. Dann nochmal herzlichen Dank für den spannenden Vortrag oder nochmal für beide spannende Vorträge. Ich glaube, da haben wir einen sehr interessanten Spätnachmittag und frühen Abend jetzt miteinander verbracht, auch wenn es nur digital war, aber trotzdem, wo wir uns jetzt sehr intensiv hier austauschen konnten. Das hat allen sehr viel Spaß gemacht. Da kann ich, denke ich, für uns alle sprechen. Vielleicht sehen wir uns dann auch mal wieder live in Jena, ja dann sowieso, Alexio, aber in Erlangen bitte auch, dass wir das nächste Mal dann wieder hinkriegen. Also herzlichen Dank nochmal auch für die Fragen, für die Diskussion, dafür, dass Sie da so lange zur Verfügung standen. Einen schönen Abend noch und dann bis zur nächsten Veranstaltung. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, schönen Abend.